Guten Morgen, wir haben jetzt 8 Uhr, Montag in der Früh. Und Tabea und ich sind auf dem Weg in die Vorlesung, wer hätte es gedacht, mit Schirm. Und ich sag's euch, letzte Nacht von Sonntag auf Montag war hier so ein Unwetter. Ich glaube, es hat die ganze Nacht noch geblitzt und gedonnert, locker bis 11, 12. Und bei uns in der Heimat war das eine absolute Katastrophe. Ich glaube, da war so ein Unwetter. Ich glaube, die sind jetzt erstmal beschäftigt mit Wiederaufräumen und so. Und naja, hoffentlich ist nicht zu viel passiert. Wir haben jetzt Vorlesung bis um 1. Und dann wollen wir in die Mensa was essen. Und dann endlich mal richtig loslegen mit Lernen. Und ja, wir sind motiviert. Nicht? Musterstudenten nicht. Oh, naja, aber das wird schon irgendwie klappen. Und ja, jetzt 3 Stunden Kostenleistungsrechnung. Nee, 4,5 Stunden Kostenleistungsrechnung. Yeah! Tabea in Druck Action. Ich hoffe, dass jetzt mal ein bisschen rauskommt. Chaos. Ja. Ja, auf Seite 73. Ja. Perfekt. Ja, wir haben uns jetzt doch gegen Mensa entschieden, weil ich Dödel einfach mein Gap heute nicht dabei hatte. Egal, bei uns gibt es Curry noch von gestern, hat Tabea gemacht, so geil, ich liebe Curry. Mit Reis und ganz viel Gemüse, Zucchinis zum Beispiel drin. Und dann gibt es so Tofu dazu. Ja, ich bin jetzt nicht so der große Tofu-Fan, aber so zusammen schmeckt das eigentlich echt voll gut. Und dann noch so geröstete Kokosflocken. Und dann haben wir noch so einen Dip dazu gemacht, der ist mit Magerquark. Und ich glaube, Tabea hat ein bisschen Minze Maracuja. Und Manu hat sie reingetan. Und ja, dazu gibt es eine Folge von Originals. So geil, kann ich euch nur empfehlen. Das ist so ein bisschen so die Nachgeschichte oder eine Parallelgeschichte zu Vampire Diaries. Richtig geil, kann ich nur empfehlen. Nachdem Tabea und ich jetzt wirklich, glaube ich, eine Stunde lang einfach nur in der Küche saßen und irgendeinen Scheiß am Handy gemacht haben, müssen wir uns jetzt echt mal raffen. Ich sitze jetzt hier und widme mich jetzt meinem VWL-Zeug. Und ich habe sowas von absolut keinen Bock, aber ich muss jetzt irgendwann mal anfangen. Wir müssen jetzt echt durch und deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ich will nicht. Boah, ich bin so stolz auf mich. Ich habe jetzt wirklich 2 Stunden ohne Pause gelernt. Und Pausen sind ja sehr verführerisch, wenn man zu Hause lernt, finde ich. Weil da ist der Kühlschrank und das Handy und Tabea war ja auch da. Und ich gehe jetzt gerade los. Wir haben nämlich heute wie so ein Treffen von meinem Arbeitsteam. Und wir gehen alle zusammen aufs Weindorf. Und ja, ich freue mich voll. Siehst aus wie der Nikolaus mit seinen Gaben. Ich habe gute Gaben hier. Was hast du denn dabei heute? Ein paar schöne Wolwig-Flaschen. Feinstes Plastik im Angriff. Geil. Ja, fängt ja gut an. Und der Strom. Nicht einwerfen. Mitgefühl bitte. Tabea und ich sind mal wieder unterwegs. Wir gehen jetzt grillen zu einer Freundin. Und das sind auch. Ja, Tabea hat schon heute den ganzen Tag so gute Laune wegen dem Wetter, weil gestern war ja echt das komplette Gegenteil eigentlich. Und ja, wir haben ein bisschen. Okay, wir haben ein bisschen Salat gemacht. Also Tabea hat den Salat gemacht.
Da hier, sie hat eine Riesentüte dabei. Und ja, wir freuen uns riesig. Grillen ist echt, wir lieben Grillen, oder? Das Beste im Sommer, oder? Ist echt so geil. Guten Morgen, wir haben Donnerstag, es ist 10:30 und ich komme gerade aus der Dusche, habe mich auch schon fertig gemacht für die FH und ich weiß nicht, was zurzeit los ist. Ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie gar nicht mehr richtig wach, ich bin schon wieder so müde, wo ich extra früh ins Bett gegangen bin. Und jetzt wundert euch nicht, warum ich auf dem Boden sitze, das hat alles einen Grund. Und zwar habe ich am Sonntag mit Tabea bei Jim Queen bestellt, also da, wo ich auch dieses Pancake-Pulver her habe, das ich euch in meinem letzten Vlog gezeigt habe. Und ja, da ist gestern das Paket gekommen und ja, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ein Riesenkarton, die Nachbarin hatte echt viel zu tragen. Zeige ich mal hier wieder das Proteinpulver. Ich muss euch sagen, die sind echt sehr, sehr, sehr süß. Also wer nicht auf Süßes steht, der hat hier schlechte Karten und das ist die Richtung Snowball. Es riecht einfach wie Raffaello, richtig geil. Und das ist die große Packung. Noch so einen geilen Aufstrich. Das ist Peanut Butter mit Schokolade. Achtung. 1 Kilo von Almond Butter in Crunchy. Und das ist auch mit Protein drin. Das schmeckt noch besser in Müsli oder Joghurt oder so drin. Und ich frage mich, wann wir das hier alles essen sollen eigentlich. Ich weiß nicht, was da mit uns los war. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Alternative ist zu normaler Schokolade, weil da ist dann meistens irgendwas anderes drin. Voll viel Fett oder sowas. Aber naja, was soll's? Hm? Erythrit ist da drin. Was ist Erythrit? Außer Zucker. Das ist aus Birkenalkohol geworden. Echt, das ist außer Zuckerersatz. Ja, genau, das ist außer Essen. Zucker. Ah, Zucker. 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 So ein Opfer. Aber warum habe ich so viel bestellt? Weil ich dann einen Gratis-Shaker dazu bekommen habe. Ja, schon ein bisschen peinlich. Aber was macht man nicht, wenn man was umsonst bekommt, gell? So, Protein-Chips mal gekauft. Die sind Mini-Größen. Das sind immer nur so 40 Gramm oder so drin. Und ich glaube, die schmecken richtig gut. Tabea und ich gehen jetzt bald in die Vorlesung. Wir haben noch über eine Stunde Zeit. Wir sind echt gut heute in der Zeit, weil sonst sind wir immer voll im Stress. Aber heute hat es voll gut geklappt. Und dann haben wir Vorlesung bis um 4:45, glaube ich. Tabea, wir müssen los. Bitte kommen. Promo-Aktion für ein Festival. Unser Traum ging in Erfüllung, Achtung. Wir haben nämlich Luftballons bekommen und das Festival heißt Traum Safari. Und wir haben Sonnenbrillen bekommen. Und ja, wir machen jetzt Promo weiter. Ja, also wir haben schon Karten dafür. Ja. Gehen auf jeden Fall hin. Es sind Geißelwind, also in Bayern. Oder ist Bayern? Ja. Es wird immer größer und 26 Grad. Ja. Ey, die Sonnenbrille steht in mir, ja? Wunderschön. Ja. Ich sehe nur nichts, wenn ich die aufmache. Ist echt voll dunkel. Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Uns reicht's mit Weindorf. Wie oft waren wir jetzt 4-5 Mal? Mindestens. Und es war einfach nur eine Woche. Also ich glaube, das reicht jetzt echt mal mit. Vor allem mit dem Kleber. Ja, von jeder. Schon in den Nachtluftballon. Ja. Ich will eigentlich, dass der bis nächste Woche hält. Meinst du, der hält? Also, ich denke eher nicht. Niemals. Also, wir gehen jetzt nach Hause. Tschüss.